Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu der heutigen Abendveranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren, denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Heute haben wir zu einer ganz besonderen Buchpremiere eingeladen. Dazu darf ich herzlich Professor Dr. Andreas Nachama begrüßen, meinen Vorgänger im Amt des Direktors der Stiftung Topographie des Terrors. Herr Nachama hatte sich in Anbetracht seines bevorstehenden Ruhestands etwas Großes vorgenommen. In den Jahren 2018 und 2019 hat er im Rahmen einer Reihe mit dem Titel 12 Jahre, 3 Monate, 8 Tage Andreas Nachama über die Zeit des Nationalsozialismus in insgesamt 13 Vorträgen die einzelnen Jahre des Dritten Reichs in den Blick genommen. Und diese Vorträge liegen uns nun etwas erweitert in einem Buch vor. Herzlich begrüßen möchte ich auch Sven Felix Kellerhoff, der nach der Buchpräsentation von Herrn Nachama mit dem Autor ins Gespräch kommen wird. Im Anschluss sind dann wieder Fragen aus dem Publikum möglich, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause wieder schriftlich per E-Mail. Die Adresse wird während der Veranstaltung wiederholt eingeblendet. Für Sie hier im Saal gilt, dass Sie, wenn Sie eine Frage stellen möchten, bitte ans Mikrofon treten, damit Ihr Beitrag im Livestream übertragen werden kann. Auf dem Weg zum Mikrofon müssen Sie bitte die Maske wieder anlegen. Am Mikrofon selbst und auf den Plätzen besteht dagegen keine Maskenpflicht. Das Buch von Herrn Nachama erscheint in der Schriftenreihe der Stiftung Topographie des Terrors, die beim Verlag Hendrich und Hendrich angesiedelt ist. Herzlich begrüßen möchte ich daher auch Dr. Nora Pester, die extra aus Leipzig angereist ist. Das Buch 12 Jahre, 3 Monate, 8 Tage ist der vierte Band in der Reihe der sogenannten Notizen visuell und es ist ein gewichtiger Band geworden, dem wir weite Verbreitung wünschen. Das Band ist reich illustriert mit Fotos, Karten und Dokumenten. Zu seinen Besonderheiten gehört, dass er an verschiedenen Stellen auf einzelne Ausstellungsprojekte und Publikationen der Stiftung Topographie des Terrors eingeht, die auf diese Weise in einen größeren Rahmen eingeordnet werden. Von Seiten der Stiftung wurde der Band insbesondere durch Dr. Erika Buchholz betreut, der ich für ihre gewissenhafte Arbeit herzlich danke. Ebenso Kurt Blank-Markert, der die Gestaltung in bewährter Qualität übernommen hat. Auch Sie begrüße ich heute sehr herzlich hier im Auditorium. Als Herausgeberin des Bandes für die Stiftung möchte ich an dieser Stelle aber natürlich auch allen jetzt nicht genannten Personeneinrichtungen danken, die dazu beigetragen haben, dass wir heute ein neues Buch der Öffentlichkeit übergeben können. Ich möchte Ihnen nun kurz den Moderator des Abends vorstellen. Sven Felix Kellerhoff ist leitender Redakteur für Zeit- und Kulturgeschichte der Tageszeitung Welt und hat mehrere Bücher zur Geschichte des Nationalsozialismus vorgelegt. Im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors hat er 2017 sein Buch Die NSDAP, eine Partei und ihre Mitglieder vorgestellt, damals moderiert von Herrn Nachama. Anfang 2019 hat Herr Kellerhoff hier im Rahmen der damaligen Ausstellungspräsentation Kristallnacht, antijüdischer Terror 1938, sein Buch Ein ganz normales Pogrom, November 1938 in einem deutschen Dorf zur Diskussion gestellt. Wir haben heute also zwei Historiker auf dem Podium, die sich seit vielen Jahren mit verschiedenen Aspekten der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandersetzen und sich aus früheren Begegnungen gut kennen. Wir sind gespannt auf Ihr Gespräch und die Diskussion über die verschiedenen Aspekte des neuen Buchs. Herr Kellerhoff, Sie haben das Wort. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Riedle, meine Damen und Herren.
einen schönen guten Abend auch von mir hier aus dem Auditorium der Stiftung Topographie des Terrors. Es ist schön, wieder Veranstaltungen mit Publikum machen zu können. Wir haben jetzt anderthalb Jahre fast alle nur Veranstaltungen über rein Zoom gemacht. Ich finde es aber auch gut, dass wir Menschen haben, die unsere Diskussion draußen verfolgen können. Wenn das sozusagen ein Ergebnis, ein bleibendes Ergebnis dieser seltsamen anderthalb Jahre, die wir jetzt hinter uns haben, sein sollte und wenn wir uns daran gewöhnen haben, dass beides Vor- und Nachteile hat, dann wäre das, glaube ich, ein Gewinn für uns alle. Wir werden in der Tat jetzt gleich dieses sehr interessante, ich sage nicht wunderbare, aber das liegt am Thema, dieses sehr interessante Buch von Andreas Nachhammer ein wenig genauer vorstellen. Aber meine Damen und Herren, die Höflichkeit gebietet es natürlich, auch wenn es eigentlich in diesen Räumlichkeiten einigermaßen absurd ist, Herrn Nachhammer vorzustellen. Nicht alle, Sie sicherlich alle, aber nicht alle, die draußen an den, wie sagt man früher, Fernsehempfängern sitzen, werden Herrn Nachhammer so gut kennen. Deshalb muss ich ein paar Worte über Sie sagen. Ich fürchte, wir kommen nicht drum rum. Aber ich verweise jetzt also nur darauf, dass Sie in zwei Monaten, wie ich extra vorhin nochmal nachgeschlagen habe, einen runden Geburtstag feiern. Meine Damen und Herren, Sie können sich alle selber ausdenken, welcher Geburtstag das ist. Sie haben Geschichte und Judaistik studiert, schon in den 70er Jahren, haben 1981 mit einem Arbeit über das Bürgertum in Brandenburg-Preußen promoviert und sind dann Mitarbeiter der Berliner Festspiele geworden, unter anderem zur Vorbereitung der 750-Jahr-Feier. Und in diesem Zusammenhang der Vorbereitung der 750-Jahr-Feier haben Sie auch sozusagen Kontakt bekommen mit diesem Areal. Das werden viele von Ihnen wissen. Das war damals ein Autodrom, also Fahren ohne Führerschein, ein Müllplatz, ein ungeordnetes Gelände direkt an der damaligen Mauer am Todesstreifen. Und daraus ist ja wirklich etwas geworden, was geschichtspolitisch bedeutsam ist, was erinnerungspolitisch bedeutsam ist. Und das hat nicht nur, aber ganz wesentlich mit Ihnen, Herr Nachhammer, zu tun. Denn einige von Ihnen, meine Damen und Herren, werden auch wissen, wie die erste Stiftung oder das erste Gebäude der Stiftung Topographie des Terrors aussah. Das war schon nicht schlecht dafür, dass es damals vorher nichts gegeben hatte. Wie dann hier 5 oder 8 Jahre, ich weiß gar nicht mehr wie lange, eine Bauruine stand, das war eine besonders traurige Zeit und dass das, was wir jetzt hier inzwischen seit, ich glaube, 11 Jahren nutzen können, dieser wunderbare zweistöckige Bau, der dem Thema angemessen ist, wie ich finde, dass das hier steht, das ist auch ganz wesentlich Ihr Verdienst. Sie haben seit 1985 engstens mit diesem Areal und mit dem Thema sich beschäftigt und sind seit 1994, Direktor dieser Stiftung, also ein Vierteljahrhundert haben Sie diese Stiftung geleitet. Zwischendurch waren Sie mal beurlaubt für die Tätigkeit als Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Das haben Sie bis 2001 gemacht. Und zusätzlich zu Ihrer geschichtswissenschaftlichen Qualifikation, waren ja auch Professor am Touro College, sind Sie seit dem Jahr 2000 noch ordiniert worden als Rabbiner und haben also zusätzlich diese, ja, völlig andere Arbeitsperspektive und auch Lebensperspektive hinzugewonnen. Das finde ich ganz besonders beeindruckend. Wir haben Gelegenheiten gehabt, wo wir über Ihre rabbinischen oder rabbinitischen, oder ich weiß das Adjektiv jetzt gerade nicht, Erfahrungen ganz stark profitieren konnten. Also auch gerade ich persönlich, das fand ich sehr eindrucksvoll. Und ich freue mich jetzt, dass wir dieses Buch, das keine Bilanz sein soll eines wissenschaftlichen Lebensweges, sondern ein ganz subjektiver Blick von Ihnen auf das Dritte Reich, auf die Zeit 1933 bis 1945 vorstellen können. Subjektiver Blick ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt in der Einleitung, den Sie ansprechen. Natürlich, eine Gesamtgeschichte des Dritten Reiches kann man eigentlich nicht schreiben. Dafür gibt es zu viel Forschung, dafür gibt es zu viele Aspekte. Man muss also immer auswählen. Und dann ist die Frage, wie wählt man aus? Tut man so, als könnte man sozusagen von einem erhöhten Standpunkt aus etwas objektiv Wichtiges von dem objektiv Unwichtigen scheiden? Dann kommt es immer darauf an, wie viel Platz man hat. Oder bekennt man sich gewissermaßen radikal dazu, den subjektiven Blick zu nehmen und zu sagen, das ist meine Geschichte, so wie ich das Dritte Reich sehe, so wie ich die Schwerpunkte setze. Und das genau haben Sie gemacht. Herr Nachhammer, wollen Sie uns ein paar Seiten aus dem Buch zeigen und ein paar Aspekte ganz kurz
erzählen. Ja, auf alle Fälle würde ich das gerne machen. Also vielen Dank für die freundlichen Worte. Das lässt mich erröten fast. Danke. Ich will ein paar Dinge sozusagen von dem Buch vorstellen, die in dem Buch immer wieder auftauchen, sozusagen Elemente. Also natürlich das erste Element ist der völkische Beobachter, der immer wieder in ganzseitigen Abbildungen auftaucht und der vom Prinzip, da muss man dem Grafiker und auch dem Verleger sehr, sehr danken, der so gut abgedruckt ist, dass man tatsächlich auch die anderen Artikel, die da sind, zumindest mit einer Lupe lesen kann. Also es ist nicht so, dass da russisch Brot bei rauskommt, weil es sozusagen als weggerastert ist oder so, sondern es ist ein gelungen, diese Dinge so zu reproduzieren, dass sie tatsächlich lesbar bleiben. Was insofern interessant ist, weil ich spreche meistens nur über die Leitartikel oder über bestimmt einen Artikel auf so einer Seite, aber es ist einfach auch mal noch mal interessant zu sehen, was stand an dem Tag noch in der Zeitung oder was war da noch. Und jeder hat dann die Möglichkeit, das sozusagen nachzulesen. Ganz selten, dass wir nur sozusagen Überschriften ausgewählt haben. Das Zweite, was sozusagen auch durch das ganze Buch durchgeht, sind solche Tabellen wie hier. Also das ist das erste Kabinett vom 30. Januar. Dann sieht man, wer in der NSDAP war und wer parteilos war. Und zum Schluss waren sie alle in der NSDAP, ist gar keine Frage. Aber man sieht sozusagen, wie die Dinge sich aufbauen. Man kann dadurch auch immer relativ leicht sehen, weil irgendwo auf ein paar Seiten davor oder so ist dann eine solche Tabelle. Wer war jetzt zu der Zeit, weiß ich 1941, mit welchem Aspekt man sich gerade auch immer beschäftigen will, wer war da jetzt tatsächlich Minister? Und da gab es doch sehr großen Wandel, das muss man einfach mal sehen. Ich hoffe, dass das auch sozusagen der kritischen Nachfrage standhält. Also es war nicht einfach, das rauszufinden, wer wann tatsächlich da Minister gewesen ist, aber in the long run, wenn man sich lange genug damit beschäftigt, dann funktioniert das auch. Was noch als Element drin ist, sind, also diese hier Übersicht ist auch aus der Ausstellung, also es gibt auch einzelne wichtige Objekte oder Dokumente aus der Ausstellung, die in dem Buch sozusagen wieder auftauchen. Das ist sozusagen wichtig und es tauchen eben viele Publikationen der Topographie des Terrors auf, die dann tatsächlich auch mit ihren Titelblättern, manchmal sind sie ja auch anders grafisch gestaltet, und hier zum Beispiel also die Ausbürgerungsliste, das ist eine wichtige Abbildung aus dem Buch, die dann sozusagen auch wiederum erscheint. Also es hat natürlich auch, diese Auswahl hatte auch was damit zu tun, dass das natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Topographie des Terrors und mich über Jahre hinweg sozusagen bewegt hat. Und natürlich deshalb in dieser subjektiven Auswahl der Geschichte für mich oder für uns ein wichtiger Ankerpunkt sozusagen gewesen sind. Dann gibt es eine ganze Reihe von Tagebucheinträgen, die sich durch das ganze Buch durchziehen. Was mir wichtig war, einmal die jüdische Sicht, Cohn, die Sicht eines Verfolgten, Klemperer und Goebbels zum Beispiel, also auch wieder sozusagen Einblicke in das Denken der Täter, weil ich schon sehr wichtig fand bei dieser Zusammenstellung, dass man sieht, was die Zeitgenossen aus dieser Zeitung oder aus dem, was er im Volksempfänger oder sonst wo in der Wochenschau gesehen oder gehört haben, tatsächlich auch aufgenommen haben. Das ist jetzt bei Goebbels vielleicht nicht ganz so repräsentativ, oder es ist sozusagen eher repräsentativ für den Zirkel um Hitler rum. Und das andere eben, um zu zeigen, wie wird das aufgenommen. Es gibt auch Journalisten, die ich damit aufgenommen habe. Also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Dingen. Dann, was ich auch wichtig fand, war einzelne Dokumente,
wo man dann eben mal sieht, wie die Dinge sich sozusagen auch in einer Familie oder jetzt hier bei einer Wahl sozusagen, wie so ein Wahlzettel sozusagen aussehen sollte, einer Scheinwahl natürlich, aber immerhin, all diese Dinge, die sich so sozusagen ergeben haben über die Jahre hinweg. Und schließlich gibt es natürlich eine ganze Reihe von Tabellen. Viele von diesen Tabellen gibt es so nicht, sondern ich habe die dann zusammengestellt und steht dann in aller Regel auch dabei, woher hier bei Wähler zum Beispiel war es, aus einem Fließtext. Der hätte da auch selber auch eine leichte Tabelle machen können, dann hätte man es übersichtlich gehabt. Stattdessen war das bei ihm ein Fließtext, so eine halbe Seite hinweg, wo man dann überhaupt nicht wirklich begreift, was da eigentlich passiert ist. Karten, ganz wichtig, da sind wir natürlich auch inspiriert gewesen, steht auch, glaube ich, im Vorwort drin, von Karten, die die Welt online gestellt hat über den Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt hier nicht eine solche, aber im Krieg befindliche Staaten. Das ist auch richtig. Sozusagen eine Tabelle, die immer weiter auftaucht. Immer dann, wenn neue Staaten in den Krieg eingetreten oder mit Krieg überzogen wurden. Und am Ende des Buches gibt es dann tatsächlich auch nochmal eine gesamte Liste dieser fast endlosen Zahl von Staaten, die da im Krieg gewesen sind. Und das sind die Karten, die wir sozusagen uns von der Welt haben inspirieren lassen, die dann am Ende eben zeigen, wie das Ganze ist. Und da muss man jetzt an der Stelle Kurt Blank besonders lobt, der nämlich diese große Arbeit auf sich genommen hat, eine Grundkarte zu entwerfen und dann tatsächlich die verschiedenen Phasen der territorialen Eroberungen und der Achsen, die sich gebildet haben, einzuzeichnen. Und das ist eine große Arbeit gewesen, das muss man einfach an der Stelle sagen, weil es dafür eigentlich keine wirkliche Vorlage gegeben hat. Es gibt sehr gute Karten vom Militärgeschichtlichen Institut oder so, die aber dann immer bestimmte Schlachten oder bestimmte sehr eng umrissene Situationen umreißen. Und hier bei diesen Ganzen ist es dann so, wir haben die dann auch nochmal auf zwei Seiten zusammengestellt, hintereinander weg, sodass man sieht, wie dieses Krebsgeschwür sich über ganz Europa ausbreitet und dann auch wieder in sich zusammengefaltet wird. Einen großen Blutzoll, wie wir alle wissen. Aber das erschien mir auch nochmal wichtig, dass wir sozusagen diesen Aspekt wirklich vor Augen rücken. Ich glaube, ja, jetzt kommen noch Ausstellungskataloge und so, die in der Arbeit der Topografie eine große Rolle gespielt haben und die dann daran enthalten sind. Hier, das sind auch einzelne Fotos für jedes Jahr, eigentlich mindestens ein zeitgenössisches Foto, nochmal ein völkischer Beobachter, und an dem man hier auch, finde ich, gut sehen kann, wie er sich in Teilen fast als illustrierter Beobachter sozusagen darstellt. Also es passiert immer wieder, und wir haben auch solche Ausgaben abgebildet, wo man im fast das ganze Titelblatt mit Fotos voll hat, was auch eine interessante Entwicklung ist. Ja, und das ist sozusagen das Schlussbild. Und ja, soweit. Soweit. Vielen Dank, Hanna Hammer, für die Vorstellung, für den ganz kurzen Einblick in dieses Buch. Aber wir hatten schon angesprochen, subjektiver Blick. Verorten Sie doch mal Ihr Buch sozusagen bei dem denkbaren Publikum. Also es gibt zum Beispiel die 128 Seitenbändchen von Beck. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Wolfgang Benz hat auch diesen Band in der Reihe geschrieben, sehr gut, aber Wolfgang Benz hat auch ein doppelt so dickes Buch, 264 Seiten, ebenfalls bei Beck, größeres Format, auch mit Bildern gemacht. An wen richtet sich Ihr subjektiver Blick? Wen wollen Sie
speziell damit ansprechen. Anders gefragt, wen haben Sie vor Augen gehabt, als Sie dieses Buch konzipiert und geschrieben haben? Naja, ich will es mal so sagen, ich habe denjenigen vor Augen gehabt, der vielleicht in eine bestimmte Ausstellung geht, in eine Sonderausstellung geht. Und ich glaube schon, dass es in den letzten Jahren ja tatsächlich gelungen ist, diese verschiedenen Mosaiksteine sehr sorgfältig darzustellen, zu beleuchten sozusagen. Also wir haben, glaube ich, zu einzelnen Themen, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ausstellungen, sehr gute Darstellung. Aber was ein Stück verloren gegangen ist, das haben wir auch immer wieder in Gesprächen mit Besucherinnen und Besuchern der Topografie gesehen, war sozusagen der Blick fürs Ganze. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es jetzt doch schon eine Weile her ist, dass es sozusagen keine Zeitzeugen mehr gab, die oder gibt, oder kaum, die das Ganze noch überblicken können. Das war ja, sagen wir, finde ich immer, das Eindrucksvolle bei Zeitzeugen, dass sie zwar ihr eigenes Erleben sozusagen geschildert haben, aber dass sie auf der anderen Seite eben auch immer das Ganze einordnen konnten. Und dafür sollte dieses Buch eigentlich dienen, dass man, sagen wir mal, am Ende waren das jetzt 13 einstündige Vorträge, so furchtbar viel mehr Text ist es ja nicht geworden. Also man liest vielleicht genauso schnell, wie man zuhört. Dann könnte man, sagen wir mal, am Ende mit 13 Stunden einmal durch dieses Dritte Reich sich durchlesen. Oder wenn man eben sagt, ja, weiß ich, jetzt habe ich das Jahr 42, was war da jetzt eigentlich los? Also was weiß ich, oder heute vor 81 oder bald heute vor 80 Jahren. Und dann kann man einfach mal gucken, was da so ist, ja, weil es blinken ja diese Tage mal wieder auf, jetzt in diesem Jahr Krieg gegen die Sowjetunion, ja. Dass man einfach mal sieht, dann auch anhand der Karten, wo stand, was war da schon 41 alles besetzt, also Norwegen, Dänemark, Benelux, Frankreich zur Hälfte. Und man sieht also relativ schnell dann auf einen Blick, aha, das ist sozusagen der zeitliche Kontext. Und das war eigentlich so das Ziel dieses Buches, dass man, wenn man jetzt ein Datum hat, dass man das einordnen kann. Und ich hoffe, dass man das auch einigermaßen tun kann mit den Bemerkungen der Zeitgenossen, also so wie Klemperer oder andere, die einem dann helfen zu verstehen, was die Leute damals auch schon gewusst haben. Ganz wichtiger Aspekt, was die Leute damals gewusst haben, was die Leute heute wissen. Aber nochmal zurück zum subjektiven Blick. Sie haben ja nicht nur diese Auswahl, die Facetten, die natürlich gemacht werden muss, weil das sonst unendlich wäre. Sie haben ja auch einen in der Geschichtswissenschaft und auch in der Publizistik, die sich mit Zeitgeschichte beschäftigt, relativ selten genutzte, zu meinem großen Unverständnis, selten genutzte Quellenbasis benutzt. Wir haben es gesehen, den Völkischen Beobachter. Jeder von Ihnen kennt ihn. Jeder von Ihnen kennt vielleicht 10, 15, 20 Titelseiten. Ein, zwei davon haben Sie jetzt dankenswerterweise auch gezeigt, Herr Nachama, aber eigentlich wird der Völkische Beobachter ja so richtig oft nicht ausgewertet, ist mein Eindruck. Man stützt sich auf Akten, was natürlich wichtig ist, man stützt sich auf Goebbels Tagebücher, auf irgendwelche anderen Schilderungen, aber die Tagespresse und noch dazu die nationalsozialistische wird eher selten herangezogen. Wie war Ihr Eindruck, als Sie das gemacht haben? War das sozusagen für Sie was Neues? War das sozusagen eine innovative Idee oder haben Sie sich diese Frage gar nicht gestellt, weil Sie in der Ausstellung sowieso immer schon den Völkischen Beobachter und andere Blätter herangezogen haben? Ja, wir haben das gemacht. Wir haben das immer wieder mal gemacht. Aber es hatte sozusagen eigentlich, also ich würde sagen, von ziemlich an Beginn der Arbeit in der Topographie des Stars für mich hatte der Völkische Beobachter eine besondere Bedeutung. Wir hatten den nämlich als Mikrofilm, muss man einfach mal so simpel sagen. Ich konnte den sozusagen mir immer schnell aufschlagen und das habe ich dann auch immer wieder gemacht. Und dann war es schon klar, als ich gedacht habe, ich würde so eine Vortragsreihe machen. Ich war eigentlich von Anfang an entschlossen zu sagen, ich mache das als Hauptquelle, ziehe ich mal den Völkischen Beobachter heran. Das hat auch was damit zu tun, dass ich mal Peter Longreich gefragt habe, wie schreiben Sie alle diese Bücher? Ist ja unglaublich geradezu.
Und dann sagte er zu mir, das ist eigentlich einfach, wenn man eine Quelle hat. Wenn man eine Quelle hat, dann ergibt sich alles. Man kann die sozusagen nicht alleine heranziehen, aber man braucht eine Hauptquelle. Und so war es dann so, dass ich, als ich anfing, diese Vortragsreihe zu konzipieren, mir gedacht habe, was hat ja der Lomrecht gesagt, du brauchst eine Quelle. Noch dazu eine, die leicht zugänglich ist, weil sie hier unten in der Bibliothek greifbar ist. Und viele von den Ausgaben hatte ich auch schon so als Fotokopie über die Jahre irgendwie zusammengesammelt. Und so hat sich das dann, aus dem heraus hat sich das ergeben. Das finde ich ein sehr spannendes Vorgehen, weil ich das auch zum Beispiel bei der NSDAP, bei meinem NSDAP-Buch gehabt habe, wo ich Berichte von Nazis von 1934, wie sie Nazis wurden, ausgewertet habe, 583 oder was. Das ist in der Tat so, dass man mit einer Quelle natürlich nicht hinkommt, aber man so einen roten Faden hat. Ist Ihnen aufgefallen in dem Verlauf der Arbeit an diesem Buch, dass sich Ihr Eindruck oder Ihre Wahrnehmung des völkischen Beobachters verändert hat? Naja, ich würde es mal anders sagen. Also es gibt ja jetzt im Netz auch den völkischen Beobachter aus Wien. Und das ist vollkommen unverständlich, dass es diesen, also hier Berliner Norddeutsche Ausgabe, dass es also von deutscher Seite das nicht auch gibt. Ja, weil das wäre wirklich eine Quelle, die sinnvoll genutzt werden kann. Und natürlich hat sich mein Blick dadurch geändert, dass ich dann immer nachgeguckt habe, also ab 38 ist schon klar, also vorher ging es nicht, was schreibt denn jetzt der Wiener Beobachter? Und habe dann die beiden Seiten sozusagen auf zwei Bildschirmen nebeneinander gehabt. Und das ist schon so, dass das tatsächlich andere Themen waren, ganz andere Themen. Und auch die Wortwahl und vieles andere sozusagen sich doch unterschied. Und insofern hat sich ja mein Blick beim Arbeiten nochmal dran verändert, weil ich wusste natürlich vorher, dass es eine Wiener Ausgabe ab 38 gegeben hat. Das ist nicht der Punkt an der Sache, aber die habe ich nie oder so gut wie nie in der Hand gehabt. Aber jetzt durch diese Internetzugänglichkeit konnte ich das mal nebeneinander stellen. Und ja, das hätte da jetzt nochmal ein ganz anderes Buch gegeben, wenn man da einen Vergleich ist. Das habe ich dann nicht gemacht. Für den weiteren Ruhestand, ja. Unruhestand in Ihrem Fall. Ja, aber lassen Sie uns noch ganz kurz verbleiben bei der Frage, ist es richtig oder ist es falsch, dass der völkische Beobachter in Deutschland digital nicht zugänglich ist, jedenfalls bisher nicht, und mir ist auch kein Digitalisierungsprojekt beispielsweise der Bayerischen Staatsbibliothek oder der Staatsbibliothek Berlin, das sind ja die beiden wichtigsten Ausgaben, Berlin und München in der Bundesrepublik, während Wien ja schon digitalisiert worden ist von der Österreichischen Nationalbibliothek. Lassen Sie uns darüber diskutieren oder fragen, ob das richtig ist. Die Argumentation, die dann jedenfalls anzunehmen wäre, die kommen könnte, die wir antizipieren können, wäre das Gegenargument, wenn man den völkischen Beobachter online stellt, dann fördert das Antisemitismus, dann fördert das Neonazis. Ich bin da ja eher skeptisch. Ich glaube, dass es leider Neonazis gibt und Antisemiten, dass die aber im Leben nicht meinen Kampf und nicht den völkischen Beobachter lesen, sondern höchstens irgendwelche dumpfen Zusammenfassung oder Schlagworte, allerbestenfalls Schlagworte aus diesen Blättern kennen und dass es besser wäre, wenn man sich das im Original anguckt, weil man dann nämlich sehr viel schwieriger mit diesen Schlagworten sozusagen um sich werfen kann. Teilen Sie diese Ansicht oder bin ich da vielleicht einfach von meiner Perspektive als Geschichtsjournalist, der sehr viel mit historischen Zeitungen arbeiten muss, vorgeprägt? Nein, also sagen wir mal, die Ausgabe oder die wissenschaftliche Ausgabe von Mein Kampf weist ja eigentlich den Weg. Da hat man das ja auch gemacht und ich glaube nicht, dass diese Ausgabe dazu beiträgt, also Neonazis sozusagen zu füttern oder aufzubauen. Und natürlich müsste man, wenn man sozusagen frei ins Netz stellen wollte, müsste man irgendeine Form von Tool haben, um bestimmte Dinge mal sozusagen zu erläutern. Also so wie es, vielleicht nicht so ausführlich, wie es jetzt die Mein Kampf-Ausgabe gemacht hat, aber an der einen oder anderen Stelle. Das könnte man sich schon vorstellen. Und ich persönlich glaube ja, dass diese Quellen, wenn man sie sich
wenn man sich wirklich mit denen auseinandersetzt, nicht dazu beitragen, Neonazis heranzubilden. Die beziehen ihr, wenn die den völkischen Beobachter für ihre Argumentation brauchen, dann kommen die auch so daran, weil letztlich, sagen wir mal, wenn einer das partout haben will, ob jetzt auf Mikrofilm oder in einer gebundenen Papierausgabe, das gibt es ja alles. Also auch in wissenschaftlichen Bibliotheken. Ja. Meine Damen und Herren, hier im Raum, sicherlich auch draußen an dem Bildschirm, das wäre vielleicht eine Frage, über die wir im Anschluss an unsere kleine Diskussion hier auf dem Podium sprechen könnten. Soll der völkische Beobachter online gestellt werden? Die deutsche Ausgabe, soll das gerade nicht passieren? Darüber könnten wir diskutieren, das nur als eine Anregung von mir. Machen Sie sich Gedanken, wir werden in schätzungsweise etwas mehr als einer Viertelstunde, in 20 Minuten dazu kommen, die ersten Publikumsfragen ranzunehmen, wenn wir sozusagen noch einen weiteren, etwas anders gearteten Durchgang durch das Buch von Herrn Nachhammer gemacht haben werden. Also das wäre ein Aspekt, aber fühlen Sie sich bitte auch nicht eingeschränkt. Sie können auch alle anderen Arten von Fragen stellen. Die E-Mail-Adresse für Fragen, die hier auf dem Laptop vor mir hoffentlich dann landen werden, noch habe ich keine gesehen, die wird eingeblendet bei Ihnen, und hier im Publikum hat Frau Dr. Riedler gesagt, können Sie ebenfalls ans Mikrofon treten und uns dann Fragen stellen. Wir wollen noch mal einen weiteren gewissermaßen Durchgang durch Ihr Buch machen, und ich würde jetzt ganz bewusst vermeiden, die ganz großen Ereignisse, die Sie natürlich für jedes Jahr auch in den Vordergrund stellen, weil Sie ein seriöser Historiker sind und natürlich bestimmte, doch, da würde ich schon Wert drauf legen, sonst säße ich hier nicht und würde mich nicht so hoffentlich gut und anregend, für mich jedenfalls, mit Ihnen unterhalten können. Aber Sie haben natürlich die großen Ereignisse. Sie haben von 1933 Machtübernahme, Sie haben natürlich den Judenboykott, Sie haben natürlich viele andere wesentliche Ereignisse, Sie haben aus 1934 den Röhmputsch, aber, und viele andere Dinge, selbstverständlich, aber Sie haben eben auch Daten rausgesucht und einzelne Punkte rausgesucht, die auf den ersten Blick nicht so im Vordergrund stehen. Und da wollte ich Sie fragen, nach dem einen oder anderen, wie Sie darauf gekommen sind, gerade dieses Ereignis in Ihre subjektive Sicht zu nehmen. Beginnen wir mit dem 27. Januar 1934. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, wie viel von Ihnen automatisch dieses Datum sozusagen bekannt ist. Ich glaube, es ist nicht Teil der historischen Grundbildung, das jetzt sofort zu wissen, was am 27. Januar 1934 in Bezug auf das Dritte Reich und seine Außenpolitik war. Ich spreche vom Nicht-Angriffspakt mit Polen. Und das ist natürlich eine spannende Entwicklung gewesen, denn gerade mit Polen gab es ja nun in der gesamten Weimarer Republik infolge von dem, was wir 1918 hatten, natürlich auch infolge der davor liegenden polnischen Teilung, immer das größte Konfliktpotenzial. Da gab es ja sogar richtige Bürgerkriege in Schlesien, an anderen Orten. Es ist eine extreme Konfrontation. Und dann kommt Hitler, der gewissermaßen den gesamten rechten Flügel und einen großen Teil auch der Mitte der Gesellschaft auf seine Seite gezogen hat, schon vor 1933, und stellt sich hin und sagt, er macht einen Nicht-Angriffspakt und er schließt quasi ein Freundschaftsabkommen mit Polen, ausgerechnet mit Polen, mit dem verhassten Nachbarn im Osten, in der deutschen Gesellschaft vielfach verhassten Nachbarn im Osten. Was bedeutet das für Sie? Was war für Sie der Grund, gerade diese VB-Ausgabe und dieses einzelne Ereignis in dieses Buch aufzunehmen? Was sagt das? Naja, es ging mir schon darum, zu zeigen, dass dieser Hitler in der Frühzeit, also 33, 34, eigentlich bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs ein Chamäleon war. Also er hat sozusagen nach draußen hin den Eindruck erweckt, er würde eine friedliche Politik betreiben. Und da war dieses Abkommen mit Polen, ja, wo es also noch in der Weimarer Republik bürgerkriegsähnliche Zustände gegeben hat, in und um Breslau, und ich weiß, was da alles war. Da muss man einfach sehen, das ist ein großes Problem gewesen in der internationalen europäischen Politik. Er war derjenige, der mal gesagt hat, Versailles, das muss alles aufgelöst werden. So hat die internationale Politik das auch zunächst mal, die Machtübernahme, eingeschätzt. Und dann kommt sowas.
Und das war natürlich schon, also man hätte da auch noch die Zeitungen aus Paris oder aus London oder auch aus den Vereinigten Staaten, also New York Times, dazu nehmen können, die dann ein, zwei Tage später, also auch in groß aufgemachten Artikeln, darüber berichtet haben, es ist jetzt doch alles irgendwie anders. Und da ist ihm schon ein außenpolitischer Coup gelungen, der dann am Ende erst, also Anfang 1939 hat er dieses Abkommen ja dann aufgekündigt, also gerade mal noch die Kurve gekriegt, sozusagen nicht anzugreifen aus einem Nicht-Angriffspakt heraus. Und ja, das, ich fand solche, solche Momente in dem Buch und auch beim Schreiben der Vorträge, fand ich einfach extrem wichtig, damit man eben sieht, ja, wir reden immer alle davon, das ist linear gewesen, das hat sich, man war alles sichtbar, ja, vieles war sichtbar und vieles war auch in den Zeitungen ablesbar, aber es und gab, in den Tagebüchern, die Sie jetzt zitieren. Oder in den Tagebüchern, wurde auch so, aber es gab eben auch Ereignisse, die sozusagen in dem Sinn überraschend waren. Und deshalb habe ich das gemacht, ja. So. Ganz anderes Thema, ein Thema, bei dem auch ich, also den Nichtangriffspakt wusste ich gerade noch, aber bei dem nächsten Thema, dem ich Sie jetzt frage, musste auch ich erstmal nachgucken. 8. Mai 1935. Ich gucke in fragende Gesichter, ich sehe einiges Kopfschütteln, es ist überhaupt nicht schlimm. Verbot der Freimaurerei. Also wir kommen noch natürlich auf den wichtigsten Teil der Verfolgungspolitik, das ist völlig selbstverständlich, das werden wir nicht ausschließen. Das ist ein vergleichsweise kleiner betroffener Personenkreis und dieser Personenkreis ist auch nicht annähernd so brutal verfolgt worden wie jüdische Menschen. Aber was bedeutet das Verbot der Freimaurerei am 8. August 1935? Naja, es war erstmal, also kann man ja mal sagen, in den Berichten aus dem Reich, aus diesen geheimen Berichten, ist die Freimaurerei sozusagen fast immer drin gewesen. Das war immer ein extra Thema, die Kirchen und Juden sowieso und Sozialisten und die Freimaurerei. Das war sozusagen ein gesetzter Gegner, den die Nationalsozialisten nicht selber sozusagen groß geredet haben. Es gab dann auch hier im Prinz-Albrecht-Palais eine große Ausstellung über, in Anführungszeichen, die Verbrechen der Freimaurerei, die internationalen Verbindungen und am Ende Freimaurerei und Judentum ist sowieso zwei Seiten der gleichen Münze und so wurde da argumentiert. Das blieb auch ein Thema, nachdem die, also wer Freimaurer war und nach der Auflösung da nicht weiter sozusagen das im Geheimen weiter betrieben hat, sich mit seinen Verbündeten, mit seinen Freimaurergenossen da zu treffen, der hat, also es war nicht wie die Verfolgung der Juden, die sind dann davon losgekommen. Aber, nur mal ein anderes Beispiel, 3. März 1944, ja. Juda und Freimaurerei standen hinter Badolius Verrat. Ja. Ja. Also da kommt das auf einmal groß, also als auf der Titelseite kommt die Freimaurerei 10 Jahre praktisch, nachdem sie in Deutschland erledigt wurde, kommt zurück und das hatte natürlich was damit zu tun, dass in vielen besetzten Gebieten oder eroberten Gebieten Freimaurerlogen bestanden, weiter bestanden und es war natürlich extrem bequem, sich mit Freimaurern dann die Welt zu erklären. Weil dann konnte man alles in die Schuhe schieben, wunderbar. Das blieb sozusagen ein Thema, auch nachdem es die Freimaurerei in Deutschland sozusagen nicht mehr gegeben hat. Ein Thema, ein drittes Thema, das ganz, ganz wichtig für dieses Areal, auf dem wir hier sind, und das ja gewissermaßen die Grundlage Ihrer jahrzehntelangen Beschäftigung mit diesem Teil der deutschen Geschichte und diesen Facetten der deutschen Geschichte bildet, ist der 18. Juni 1936. Himmler wird Chef der deutschen, der gesamten deutschen Polizei. Das ist etwas, und natürlich sind die beiden Figuren Himmler und Heydrich ganz zentral, hatten ja auch beide auf diesem Areal ihre Hauptsitze. Das ist etwas, was ihre Arbeit seit Mitte der 80er Jahre geprägt hat.
Wie geht man damit um? Also ich mache auch viel Nationalsozialismus, aber ich habe mich nie so intensiv mit solchen Biografien über so lange Zeit beschäftigt. Wie geht man damit um, wenn man jetzt tatsächlich mit solchen sicherlich Intelligenten, also es wäre nicht klug, ihnen die Intelligenz abzusprechen, aber doch auf jeden Fall furchtbaren Menschen zu tun hat? Naja, ich glaube, das allererste, was man, wo man versuchen muss, von wegzukommen, ist sozusagen zu sagen, das waren grausame Politiker und Akteure. Also waren es auch sozusagen in ihrem Aussehen und in ihrem Auftreten gräuliche Menschen. Das waren oftmals, erscheinen die ja so freundlich lächelnd und relativ entspannt. Und gerade diese Ausgabe hier vom 18. Juni 1936, die hängt, glaube ich, auch in der Dauerausstellung. Das ist natürlich, das sieht erstmal uniformiert, aber was wir beim Chef der Polizei auch erwarten, das liest sich erstmal sehr gesetzt. Und dass man dann aber sieht, es ist eigentlich genau das Umgekehrte. Also nicht Himmler wird sozusagen in den Verwaltungsapparat einbezogen und wird ein Apparatschick, sondern umgekehrt. Die deutsche Polizei wird zu einem Organ des Terrors insgesamt. Also das finde ich, das waren auch so die Sachen, die mir wichtig waren, dass man die darstellt. Das liest sich so als Zeitungsüberschrift erstmal harmlos, aber es war es nicht. Und auch da spielt die Tagebuchliteratur wieder eine große Rolle. Also Klemperer hat das gleich erkannt, den Bock zum Gärtner gemacht oder so ähnlich hat das formuliert. Und daran erkennt man, auch der Zeitgenosse konnte sozusagen das lesen. Also weil, wenn der das konnte, dann konnten das andere auch. Ich übergehe jetzt mal das Jahr 1937, das Jahr 1938, nicht deshalb, weil ich etwa den Anschluss Österreichs, also Anschluss in Anführungszeichen natürlich, ja, oder das November-Pogrom, der Begriff Reichskristallnacht in Anführungszeichen, hat ja eine besondere Problematik, wie wir, glaube ich, auch durch eine Ausstellung oder durch Ausstellungen hier in der Topografie des Terrors immer wieder gelernt haben. Und hundertprozentig geklärt ist das ja bis heute nicht, ob es ein Nazi-Begriff war oder genau das Gegenteil. Das übergehe ich jetzt mal, meine Damen und Herren, denn darüber kennen Sie sich aus. Herr Nachhammer hat natürlich in dem Buch auch darüber wichtige Dinge geschrieben mit seinem subjektiven Zugang über den völkischen Beobachter. Ich möchte eine andere Sache ansprechen, die ich sehr spannend fand beim Lesen des Buches, und zwar die Hitlerrede vom 30. Januar 1939 zum 6. Jahrestag der Machtübernahme, also der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Und dort ist dieses Zitat, das ich auch schon häufig in meiner journalistischen Tätigkeit zitiert habe, aber das ich trotzdem jetzt auch mal kurz vorlesen möchte. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann würde das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Das sagt Hitler in dem Moment, in dem er am liebsten schon Krieg geführt hätte. Er wollte ja eigentlich schon im September 38 am liebsten Krieg führen, nämlich um die Tschechoslowakei oder gegen die Tschechoslowakei. Und diese Passage ist im Völkischen Beobachter natürlich abgedruckt. Er hat sie auch öffentlich gesagt. Sie ist per Radio übertragen worden. Was hat sich, also was Hitler sich gedacht haben, ist eine Frage, die keiner beantworten kann. Aber wie muss so eine Passage gewirkt haben? Wie ist nach Ihren Wahrnehmungen diese Passage angekommen worden? Wie haben Menschen sie verstanden? Und wie verstehen wir sie heute? Herr Klemperer hat das in unserem Tagebuch direkt also zitiert und kommentiert und gar keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich also Sorgen macht, dass auch das Realität werden könnte. So ungefähr hat er das beschrieben. Also es ist gar keine Frage, das haben die Leute verstanden. Und ich glaube auch, das ist, sagen wir mal, ein ganz wesentlicher Punkt. Das hat in den Folgejahren, wo man dann gesehen hat, wie die Menschen deportiert wurden und so weiter und so fort, wie es dann auch Nachrichten über den, sagen wir mal, systematischen Mord an Juden in Osteuropa gegeben hat, dann hatten die natürlich im Hinterkopf diese Passagen.
oder diese Passage. Und insofern, glaube ich, hat das eine große Rolle gespielt und es entlarvt sozusagen noch einmal mehr in diese Meer von da, davon haben wir nichts gewusst oder ich weiß wie. Ich glaube schon, dass der Mord an den europäischen Juden sehr wohl im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft gewesen ist. Ja? Nicht nur derjenigen, die das jetzt direkt davon betroffen waren, sondern dass das schon klar war. Das wurde dann, sagen wir mal, nicht sozusagen jeden Tag von denen rezipiert, weil dann gab es Wehrmachtsberichte und dann gab es territoriale Gewinne und ich weiß nicht was. Und dann hat man vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag daran gedacht. Aber dann kamen die Berichte dann doch zurück und dann war es klar. Und so versuche ich das, sagen wir mal, habe ich versucht, das mit ein paar zeitgenössischen Zitaten sozusagen zu belegen. Eine der intensivsten oder am intensivsten diskutierten Fragen der deutschen Geschichtswissenschaft und auch der internationalen Geschichtswissenschaft ist natürlich die Frage nach der Genese des Holocaust. Und da kommt man dann immer auf die Frage, gab es den Befehl oder gab es ihn nicht? Es ist, glaube ich, auch hier mal im Haus, aber ich weiß nicht mehr wann, diskutiert worden, die These, dadurch, dass diese Passage aus dieser Rede in dem Film Der ewige Jude zitiert wurde, hätte es sozusagen oder habe es eine immanente Radikalisierung gegeben, auch eventuell bei Hitler, bei Goebbels. Goebbels zitiert es dann auch, dass diese Passage wieder in dem Film vorkommt. Was mich in dem Zusammenhang besonders interessiert, wie positionieren Sie sich? Sie waren auch mal im früheren Leben, im Leben vor der Topographie des Terrors, Universitätsassistent in Bochum und haben da sicherlich auch viel mit Hans Mommsen zu tun gehabt. Also dem großen Zeithistoriker, der das die schwierige, aber ich finde ja einleuchtende Formel von der kumulativen Radikalisierung der NS-Judenpolitik, soll heißen der Mordpolitik, also der Verfolgungspolitik hin zum Mord geprägt hat und gesagt hat, wir brauchten, das ist besonders schrecklich, das ist eigentlich schrecklicher, als wenn es einen Befehl, einen direkten Befehl gegeben hätte. Dieses System brauchte gar keinen Befehl, weil es aus sich heraus diese extreme Radikalisierung bis hin zum millionenfachen Mord hervorbrachte. Ihre Erfahrung 30 Jahre hier, als 25 Jahre als Direktor, 30 Jahre oder mehr als 30 Jahre Arbeit an dem Thema, kann man das Ausstellungsbesuchern vermitteln? Ist das zu komplex? Ist diese Frage für Sie vielleicht gar keine Frage, die sich so stellt? Brauchen Sie diesen Befehl gar nicht, um den Holocaust, soweit man ihn verstehen kann, natürlich letztendlich entzieht er sich dem Verständnis, das ist selbstverständlich, aber soweit man ihn als Historiker analysieren kann, braucht man diesen Befehl überhaupt oder ist das eine Scheinfrage? Wie würden Sie es sehen nach so langer Erfahrung? Also ich würde erst mal sagen, die Einrichtung von diesem Generalgouvernement war ja sozusagen, meiner Meinung nach lag dahinter die Idee eines ethnischen Schrottplatzes für Europa. Da sollte das alles sozusagen zusammenkommen und sollte sich eigentlich sozusagen selbst erledigen. Dann hat man sehr schnell gesehen, dass so wird das nicht funktionieren. Und dann kommen ja auch diese Äußerungen, die getan werden. Also wir müssen sehen, dass wir mit ganz neuen Formen der Selektion und anderen diese Bevölkerungspolitik zu einem positiven Abschluss bringen. Wir müssen diese Esser beseitigen, also die sozusagen Lebensmittelkrisen im Blick. Und so, denke ich, ist das, sagen wir mal, nicht unbedingt jetzt so immanent, wie Bumse das gesagt hat, aber es hat sich dann sozusagen aus der Sache selbst heraus entwickelt. Und ja, die Konsequenz war dann, sagen wir mal, diese Situation, in der dann erst durch Gelenkschussanlagen und dann durch Vergasung andere, Babin Yar, das ist jetzt gerade das, Massenerschießungen, diese Dinge sozusagen auf die Reihe gebracht wurden im Sinne des Systems. Das heißt, Menschen einfach
wirklich in großer Zahl fabrikmäßig in verschiedener Form, mal mit Gas, mal mit Knickschussanlagen, mal mit diesen schrecklichen Massenerschießungen ins Jenseits befördert wurden, systematisch ermordet wurden. Und dann muss man natürlich auch sagen, diejenigen, die hier gearbeitet haben, die sind ja durchaus dann auch selber, die waren ja nicht nur Schreibtischtäter, das ist ja nicht Stand der Dinge, sondern die sind auch selber in solche Einsatzgruppen gegangen, die solche Einsätze gemacht haben. Massenmord. Massenmord, ja. Und das ist so. Und ich meine, da gab es dann auch, also hier, wo das House of One entsteht und ich auch so ein bisschen da beteiligt bin, da gab es diesen Pfarrer Hoff, der hat es ja jetzt bis in diese Ausgabe des Instituts für Zeitgeschichte gebracht, die Quellenausgabe, der sich dessen rühmt, dass er Juden in großer Zahl erledigt hat. Und wenn man das liest, dann weiß man eben auch, ja, das war etwas, was Konsens in der damaligen Gesellschaft war, tatsächlich diesen Mord an den europäischen Juden für eine gute Sache zu halten und daran auch aktiv teilzunehmen. Sonst würde ein Pfarrer sowas nicht schreiben. Ich springe mal ins Jahr 1942. Sie haben eben schon von den Tätern gesprochen. Wir sind hier an einem Täterort. Das ist ja eine Diskussion, die wir in den ganzen 80er und 90er Jahren geführt haben, als der große und, wie ich fand, überfällige Aufschwung der Gedenkorte gekommen ist. Was macht man mit KZs? Das sind Täterorte und Opferorte. Wir haben dann reine Opferorte natürlich, aber wir haben hier einen quasi bis auf die wenigen, vergleichsweise wenigen Gefangenen im sogenannten Hausgefängnis. Und das ist verglichen mit der Gesamtzahl der Opfer dieses wahnsinnigen Regimes in ganz Europa natürlich nur eine Winzigkeit. Hier haben wir ganz, ganz überwiegend einen Täterort. Ist das eigentlich eine Überlegung, die ein Ausstellungsmacher, ein Public Historian, der Sie ja natürlich auch sind, anregt, stört, der sozusagen Querschüsse in die Arbeit reinbringt, dass man an so einem Täterort ja auch ein Verhältnis zu den Opfern finden muss. In der Ausstellung kommen Sie jetzt natürlich vor, aber der Schwerpunkt liegt natürlich schon bei den Tätern an diesem Ort. Wie geht man damit um? Na, ich finde, das war sozusagen ja der analytische Blick auf Augenhöhe, um den es eigentlich ging. Also man würde dieses System ja überhaupt nicht begreifen können, wenn man nicht versteht, was das für, wer diese Täter waren. Und da sagen wir, ja, also SA, das waren Schläger und so, und die SA von 33 und diejenigen, die in der SS, in welcher Form auch immer, 10 Jahre später zu irgendwelchen Massenerschießungen abkommandiert wurden oder da hingegangen sind. Das waren insofern unterschiedliche Leute, als die einen tatsächlich ungebildete Schläger waren und die anderen, das waren Juristen, das waren ausgebildete Leute. Wir wissen von einem Archäologen, der in Olympia wunderbare Ausgrabungen gemacht hat und hier in der Prinz-Albrecht-Straße einen seiner Schreibtische hatte. Und dann am Ende auch mit einer Einsatzgruppe vor Ort war. Also das ist ein ganz anderer Tätertyp. Und den Leuten mal klar zu machen, das sind nicht nur diese Leute der ersten Stunde gewesen, sondern das waren Juristen, das waren gut ausgebildete Leute, die haben genau gewusst, was sie tun. Und darum ging es eigentlich, das zu machen. Das kann man natürlich auch an einem Opferort machen. Aber hier war sozusagen mal der Ansatz gewesen, es auf diesen Punkt zu bringen. Also man schaut sozusagen den Tätern in die Augen. Man hat möglichst sachlich und knapp ihre Biografien. Und man würde jetzt nicht darauf setzen, sozusagen die Besucherinnen und Besucher zu überwältigen, sondern doch eigentlich eher darauf setzen, dass sie sozusagen mit dem analytischen Blick davor stehen.
Ich hoffe, dass das gelungen ist. Also mir hat mal ein Staatssekretär, der für die Topografie des Terrors zuständig war, gesagt, nachdem ich ihm erklärt hatte, warum wir diese oder jene sehr starke Aussage nicht treffen wollten. Bei ihnen darf man ja nicht weinen. Nein, so war es natürlich nicht. Aber am Ende geht es nicht darum, Emotionen zu wecken, sondern es geht darum, Geschichtswissenschaft soll analytisch sein. Und derjenige, der hier durchgeht, soll versuchen, wir sollten versuchen, den sozusagen möglichst niederschwellig und doch ruhig zu informieren. Und ich hoffe mal, dass das gelungen ist, auch in dem Buch. Meine Damen und Herren, gleich stelle ich noch eine Frage an Nachhammer, die letzte hier auf dem Podium. Ich würde, wenn der ein oder andere von Ihnen schon eine Publikumsfrage hat, diejenigen dann bitten, schon in dem gemessenen Abstand mit Maske ans Mikrofon zu treten, damit wir dann gleich, wenn Herr Nachhammer die nächstfolgende Frage beantwortet haben wird, Sie herannehmen können. Ich habe bisher auch schon zwei Fragen hier im Livestream bekommen, die wir dann auch stellen werden. Also wenn jemand von Ihnen schon weiß, was er fragen möchte, und das muss, kann ganz allgemein sein, es kann allgemein zur Topografie des Terrors sein, es kann allgemein auch zu Herrn Nachhammer sein, es kann natürlich aber auch, und das ist besonders willkommen, sage ich ganz offen, zu diesem Buch sein und zu Fragen, die Sie eventuell zu diesem Buch haben. Ich sehe ja, dass einige von Ihnen es erfreulicherweise schon mitgenommen haben und lesen werden sicherlich auch. Deshalb die Bitte, wenn Sie Fragen haben, begeben Sie sich jetzt gleich schon ans Mikrofon, damit wir direkt nach dem Herrn Nachhammer meine jetzt folgende letzte Frage für diesen Teil des Podiums sofort weitermachen können. Ich springe einfach weiter mal zum 17. April 1945, die letzte oder eine der letzten Ausgaben. Ich glaube, am 20. oder am 21. sind noch welche erschienen. Aber das war dann ja nun nicht mehr auf der eigentlichen VB-Druckerei. Die war am 3. Februar zerstört worden. Also das ist auch etwas schwierig. Dann gibt es auch den Panzer, Bär und irgendwelche anderen Zeitungen. Aber in dieser VB-Ausgabe vom 17. April, das zitieren Sie, findet sich tatsächlich der Satz, das muss man sich vorstellen, 17. April, am 16. April hat die große Offensive der Roten Armee über die Oder hinweg begonnen, also die Schlacht Seelauer Höhen, das wissen Sie alles, meine Damen und Herren. Da steht tatsächlich der Satz drin, beißt die Zähne zusammen. Wie muss ich mir nach Ihren Erkenntnissen, vielleicht auch nach Ihrem Einfühlungsvermögen, das müssen Sie als Zeithistoriker haben, die Gedankenwelt von Menschen vorstellt, die in so einer Situation einen Text schreiben, eine Zeile schreiben, beißt die Zähne zusammen. Ist das nur noch Verzweiflung? Ist das immer noch ideologischer Irrsinn? Hat es einfach nur noch fatalistische Züge? Wie würden Sie das charakterisieren? Ja, schwierig. Also ich finde, wenn man auch weiß, wie diese Stadt Berlin, in der wir ja wohnen, zerstört worden ist, durch den Zweiten Weltkrieg, und dass die größten Zerstörungen eben in dieser letzten Zeit waren, also Februar, März, April 1945. Die Straßenkämpfer haben ja nochmal ungeheuer viele Häuser in Schutt und Asche gelegt, die nicht durch den Luftkrieg, man kann es hier am Gropiusbau ja sehen, da sind überall die Einschusslöcher noch drin, die kommen ja nicht von irgendwelchen Luftangriffen, sondern die kommen vom Straßenkampf. Also wenn man das sieht, wie verbissen da noch gekämpft wurde, wie in der Morellenschlucht auch kurz vor, ich glaube, 200 Jugendliche ermordet wurden, weil sie sozusagen nicht, oder weil sie fahnenflüchtig drohten zu werden. Also wenn man all diese Dinge sieht, dann glaube ich, ist dieser Satz, beißt die Zähne zusammen, sozusagen ein Ausdruck nicht nur der Verzweiflung, sondern auch der Überzeugung. Die waren nicht in der Lage, tatsächlich das zu begreifen, was da los ist. Und da fehlte einfach die Einsicht, dieser Krieg ist verloren, und man müsste jetzt eigentlich mal zu so einer Situation kommen, wo man in irgendeiner Form diese Kampfhandlungen einstellt. Und auch das, was Klaus Hesse in diesem Buch über Flensburg und die Situation dort zusammengestellt hat, ist ja eine völlige
Das ist, also sagen wir, sie waren nicht in der Lage, eine wirkliche Bestandsaufnahme ihrer Situation zu machen. Und insofern würde ich sagen, ja, das ist der Zeitgeist gewesen. Ja. Also diese es war keine Überschrift, aber es war ein glaube ich, so ein Text. Text. Ich richtig aber ich habe ihn deshalb auch zitiert, weil ich fand, der illustriert das gut, was da los gewesen ist. Dass es dann in der gleichen Zeit auch schon andere gab, die auf der Flucht waren und so weiter und so fort. Dass es also nicht alle Dumpfbacken waren. Da muss man jetzt, haben wir ja sozusagen, ist ja auch klar, sonst wäre der auch gar nicht in Flensburg gewesen. Also die Dinge sind dann schon so und so. Aber eine Linie ist tatsächlich die, dass es keine Einsicht gegeben hat. Ja. Das muss man schon so konstatieren, merkwürdigerweise. Merkwürdigerweise.